Ja, schönen guten Morgen hier von der Elbe. Als Erste möchte ich mich natürlich für eure zahlreichen Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken. Ich kam natürlich wie immer nicht hinterher, alles direkt zu beantworten. Also vielen Dank dafür an alle die, die an mich gedacht haben oder auch an die, denen es jetzt erst einfällt und die mir noch schreiben. Also alles gut. Ich begrüße euch hier von der wundervollen Elbe. Wir haben heute einer der schönsten Morgenen, ne? In dem Atemzug natürlich auch vielen Dank für die viele, viele positive Resonanz zu meinem neuen Video über die Elbe. Es kamen natürlich auch viele Fragen auf, viele haben mich angeschrieben, deswegen habe ich mir jetzt nächste Woche nochmal geblockt, nur für euch, um einmal die Thematik Elbe nochmal komplett zu besprechen. Also wir werden dann auch jeweils die Tage frühmorgen fischen, immer so ein Zeitfenster von 5.30 Uhr bis 8 Uhr, 9 Uhr, je nachdem wie die Fische kommen. Gerade die Kurzsessions, wie ihr wisst, sind in der Elbe immer sehr vielversprechend und sehr produktiv. Heute hat sich schon was gezeigt, aber nicht wirklich gebissen. Dafür hatte ich aber heute einen Mink, der mich am Angelplatz besucht hat, und der Eisvogel, der auch mal wieder vorbeikam. Jetzt sind hier gerade die Brassen am Rollen. Mal gucken, wann hier der erste Klodeckel am Haken hängt. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank. Natürlich war ich zu meinem Geburtstag auf Fischen. Ich war drei Nächte unterwegs, konnte 10 wunderschöne Fische fangen. Ich habe euch diese 10 auch jetzt gleich im Anschluss mit reingepackt. Bitte seht mir nach, dass ich ringsherum nicht so viel Videomaterial gesammelt habe, weil ich war natürlich mit meinem Sohn unterwegs und die Familie geht natürlich vor, also habe ich die meiste Zeit natürlich damit verbracht, auch mit ihm wunderschöne Erlebnisse zu haben, was auch sehr gut geklappt hat. Also, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nochmal vielen Dank für alle Glückwünsche, für alle positive Resonanz zu meinem Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der kommenden Woche, beziehungsweise Ende der kommenden Woche werde ich vermutlich das Video fertig haben über die Elbe, wo ich auch eure Fragen beantworte, wo ich auch auf eure Fragen eingehe. Also wenn ihr noch irgendwas habt, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet, was euch interessiert, postet es einfach in die Kommentare mit rein oder schreibt mir direkt, je nachdem wie ihr es wollt. Ich freue mich. Und bis nächste Woche. So, jetzt haben wir hier die Nummer 4. Wahnsinniger Kämpfer, ihr seht schon am Körperbau. So, die Nacht brachte jetzt 4 Fische. Hier haben wir jetzt einen, oder hier haben wir jetzt den größten, vor allen Dingen auch den schönsten, mit knapp 20 Kilo. Wunderschöner alter Fisch. So macht der Geburtstag noch mehr Spaß, ey. Nachdem über den Tag wenig passiert ist, kam jetzt ein Einbruch der Nacht, dieser wunderschöne Fisch. Oh. Massives Tier, Wahnsinnsdrill. So kann die Nacht gern weitergehen. Und so kann ich auch.
So, wir haben mal den nächsten nächtlichen Besucher. Ja, die Fische laufen. Der Regen, das Gewitter hat die Fische nur voll in Fahrt gebracht und so lasse ich meinen Geburtstag gern ausklingen.